Name ist Dr. Olaf Reiners. Ich bin Spezialist für arthroskopische Chirurgie und möchte Ihnen heute einen speziellen Fall einer arthroskopischen Operation zeigen. Wir haben es hier mit einem Riss des Kreuzbandes oder teilweise Riss des Kreuzbandes zu tun, was in einer ganz speziellen Technik, einer biologischen Technik angegangen wird. Wir sind hier mit dem Arthroskop bereits im Gelenk, führen jetzt unseren diagnostischen Rundgang durch, schwenken jetzt hier in das innere Gelenkfach, sehen jetzt hier in der Mitte den Innenmeniskus, oben den Oberschenkel und unten den Unterschenkelknochen. Hier findet sich soweit zunächst erstmal kein Schaden. Wir haben also hier erstmal nichts anzugehen. Wir schwenken dann weiter in die Mitte des Gelenkes, sehen dann einen Blick auf das vordere Kreuzband, was zunächst erstmal eigentlich fast unauffällig aussieht. Schwenken dann rüber ins äußere Gelenkfach, sehen nun den Außenmeniskus in der Mitte des Bildes, oben wieder den Oberschenkel, unten den Unterschenkelknochen. Schauen hier mal in die Ecke, da sehen wir den sogenannten Musculus popliteus hinter dem Außenmeniskus. Schwenken nun zurück und jetzt stellen wir schon fest, irgendwas ist hier nicht richtig. Da wälzt sich hier das Kreuzband so in das äußere Gelenkfach. Normalerweise ist das nicht der Fall und daran sehen wir schon, irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung in diesem Gelenk. Und da werden wir unser Augenmerk jetzt drauf werfen. Wir machen jetzt einen zweiten Zugang für unsere Instrumente. Den machen wir jetzt bereits hier in Richtung auf das Kreuzband. Zunächst mit einer Nadelmarkierung und dann wird mit dem Skalpell der Zugang geschaffen. Nadel wird dann wieder entfernt. Jetzt bringen wir einen Tasthaken hier ins Gelenk und sehen jetzt hier, das Kreuzband lässt sich gar nicht so richtig fassen, es ist wie so ein Kissen eher. Es scheint also der Synovialschlauch, der außen das Kreuzband umgibt, scheint erhalten oder weitgehend erhalten, aber innen drin scheinen erhebliche Faserrupturen oder Faserrisse vorhanden zu sein. Wir führen jetzt nochmal in Narkose einen sogenannten Lachmann-Test durch. Wir ziehen also den Unterschenkel gegen den Vorderschenkel. Deswegen wackelt es jetzt so ein bisschen im Bild und Sie sehen, das Kreuzband hängt eigentlich hinten nicht mehr ganz an seinem Ansatz dran. Da scheint ein kleiner Stumpf zu stehen. Aber es scheint noch eine Reststabilität zu sein. Also der untere Teil des Kreuzbandes oder der hintere Teil des Kreuzbandes sind noch am Ansatz stabil. Man kann es also jetzt auch nicht herausziehen, sodass wir uns jetzt zunächst erstmal gegen eine Kreuzbandplastik beispielsweise entscheiden, wo das Kreuzband dann ja zum Teil entfernt werden müsste. Wir wählen jetzt hier ein spezielles Verfahren, eine sogenannte Healing Response Technik. Diese geht zurück auf einen amerikanischen Kniespezialisten, Richard Stedman, der das in den 90er Jahren entwickelt hat, mit der Idee, dass man sozusagen das Kreuzband sich selbst heilen lässt oder ihm dabei hilft, wieder zusammenzuwachsen. Damals mit einer Erfolgsquote von bis zu 85%. Deswegen ein sehr schonendes und gutes Verfahren, in dem man eben keinen kompletten Ersatz durchführen muss. Wir sind jetzt hier zunächst mit einer Vapersonde im Gelenk und führen dort ein sogenanntes Shrinking des vorderen Kreuzbandes durch, damit dieser Teil des Kreuzbandes, der sich ins äußere Gelenkfach reingewölbt hat, nicht wieder erneut dort reinzieht und zu neuen Rissen führt. Und damit wir einen etwas strafferen Synovialschlauch erhalten. Voraussetzungen für eine sogenannte Healing Response OP oder eine B-Repair des vorderen Kreuzbandes ist, dass der Eingriff nicht zu spät nach einem solchen Trauma durchgeführt wird und dass wir eben so wie in diesem Fall nur einen vorderen Teilabriss des Kreuzbandes haben bei noch gut erhaltenem Synovialschlauch. In der Regel führen wir solche Operationen auch nur bei jüngeren Patienten durch, da hier die Wahrscheinlichkeit einer Heilung am größten ist. Vorteil dieser Operationstechnik ist, man muss eben kein Kreuzbandersatzoperation durchführen, die erstens wesentlich länger dauert, also wesentlich größeres Trauma setzt. Man muss keine Sehne entnehmen und das erhaltene Kreuzband hat die natürliche Elastizität eines eigenen Kreuzbandes. Wir sind jetzt hier mit einer
kleinen Aale im Gelenk und machen jetzt hier kleine Mikrofrakturierungen im Bereich des vorderen Kreuzbandes, des ursprünglichen Ansatzes. Damit wird das Knochenmark eröffnet und wir erhalten hochpotente Stammzellen, die aus dem Knochenmark heraus ins Gelenk geraten, und diese Zellen können sich umwandeln in neue Tenozyten, also in bandstrukturbildende Zellen. Diese Technik wird zum Beispiel auch bei der Wiederherstellung von Knorpelschäden bereits seit Jahren genutzt, wo dann ebenfalls ein Knorpelersatzgewebe gebildet wird durch solche Mikrofrakturierungen. Wenn jetzt hier mehrere kleine Mikrofrakturierungen durchgeführt, um den ganzen Kreuzbandschlauch möglichst zu umlegen, damit es dort zu Blutungen kommt, die dann ein gutes Einheilen wieder ermöglichen. Wir ziehen jetzt die Flüssigkeit aus dem Gelenk heraus, um einmal zu sehen, ob wir das Knochenmark erreicht haben, und das ist der Fall. Man sieht hier die Blutung und auch die kleinen Fetttropfen, die dann aus dem Knochenmark herauskommen. Das ist ein typisches Zeichen dafür, dass das Knochenmark erreicht ist und wir eine gute Chance haben, dass es hier tatsächlich zu einer Einheilung kommt. Die Patienten müssen dennoch eine Zeit lang auch nach dieser Operation eine Schiene tragen bei uns. Circa 4 Wochen wird die Beweglichkeit etwas eingeschränkt, damit es zu einem guten und sicheren Einheilen dort kommen kann. Damit sind wir dann am Ende der Operation angelangt. Der Patient hatte circa ein halbes Jahr nach der Operation wieder sportliche Aktivitäten aufgenommen, war mit dem Operationsergebnis sehr zufrieden. Vielen Dank.